Finken, Jahrgang 1963. Ich bin von Hause aus Politikwissenschaftler und jetzt seit inzwischen 17 Jahren Geschäftsführer der Stiftung Internationaler Karlspreis hier in Aachen. Wenn wir heute von den Segnungen der gemeinsamen Währung sprechen, und ich halte es für einen Segen, dass wir eine gemeinsame Währung haben, aber damals, da kann ich mich noch dran erinnern, da war ich todstolz, als ich das erste Geld von D-Mark in Franc getauscht habe, weil Franc waren ungleich mehr. Ich habe für, ich glaube, 10 oder 12 D-Mark habe ich 100 Franc bekommen. Und ein Hunderter war ein Hunderter. Ich fühlte mich reich wie Dagobert Duck. Dass ich dafür nicht viel mehr kaufen konnte in Belgien, als ich in Deutschland jetzt für meine 10 Mark kaufen konnte, das habe ich dann später gemerkt. Aber das stand nicht an erster Stelle. An erster Stelle war, ich hatte einen Hunderter im Portemonnaie. Und darauf war ich stolz. Das war so die erste Erfahrung der Grenzüberschreitung. Die zweite sehr intensive Erfahrung der Grenzüberschreitung, die war dann schon sehr viel später. Das muss im Jahre 85 wird es gewesen sein. Da war gerade das Schengener Übereinkommen in Kraft. Das Schengener Übereinkommen zwischen den Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich. Demzufolge man die Grenze überschreiten durfte, ohne kontrolliert zu werden, in einer langsamen Geschwindigkeit. Und wir standen, das war damals meine Studentenzeit, wir standen zusammen in einer Kneipe und haben uns entschlossen, ich weiß nicht, ob man sowas heute noch macht, damals war das sehr en vogue, und sagten uns, wir fahren jetzt zum Frühstück nach Paris und setzten uns in einen alten verrotteten Käfer. Und mein Kommilitone fuhr und berichtete mir, es gibt jetzt das Schengener Übereinkommen. Und das Schengener Übereinkommen wurde aber nur angewandt bei Autos, die sich entsprechend gekennzeichnet hatten, beziehungsweise die entsprechend gekennzeichnet waren. Das kennt heute kein Mensch mehr. Das ist eine solche Plakette gewesen, die man sich entweder mit einem kleinen Häkchen an den Spiegel innen hängen konnte oder, das gab es auch als Aufkleber, dann klebte man das von innen an die Scheibe und dann durfte man ohne Personenkontrolle mit Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Schrittgeschwindigkeit war nach unserem Kneipenbesuch dann eher relativ. Wir sind mit 80 da durchgebraust. Ich saß stocksteif in meinem Sitz und da habe ich gedacht, ich sah schon im Rückspiegel, imaginär sah ich schon die Waffen in die Höhe schnellen und Zöllner erste Warnsalven abgeben. Aber es tat sich nichts. Wir fuhren unbehelligt durch und blieben auch bis Paris unbehelligt und kamen auch unbehelligt vom Pariser Frühstück am nächsten frühen Nachmittag wieder zurück. Das war das zweite sehr bewegende, grenzüberschreitende Erlebnis.